Na, trinkst du schön ein Käffchen? Brauche ich jetzt. Oh, ich habe keine Tasche hier, weil mein Handy gerade in der Tasche Doch, da ist eine Tasche dran. Ach, hier hinten. Ach, aber es ist das perfekte Wetter heute. Oh ja. Heute ist ja mein Geburtstag. Wir sind jetzt gerade aus Ingolstadt zurückgefahren. Gestern noch einen Termin in Ingolstadt gehabt. Ich wollte eigentlich gestern noch reinfeiern, aber ich habe es echt nicht länger als bis halb 12 ausgehalten, dann sind mir die Augen zugefallen. Eine halbe Stunde ging nicht mehr. Ja, man wird da auch nicht jünger, ne? Mein Auto ist saudreckig und ich dachte mir, dann habe ich heute noch Zeit und kann das Auto mal richtig schön sauber machen später. Weil ich habe ja jetzt hier wieder so typisch ich, ne? Ich konnte wieder nicht abwarten. Ich habe hier das Sophia Calais Logo abgerissen, weil ich fand, das war halt irgendwie zu viel des Guten. Das sah irgendwie alles so überladen aus, ne? Weil wir haben jetzt halt hier so diese ganzen Striche und dieses ganze Design. Und das passt irgendwie so mit der Scheibe nicht mehr. Deswegen habe ich das abgemacht. Die Schrift will ich halt noch weiter hier oben hinkleben. Und jetzt habe ich aber hier, dummerweise, weil ich es nicht warm genug hatte, die ganzen Kleberückstände noch. Und die muss ich irgendwie zusehen, dass ich die heute alle noch abbekomme. Ja, und das Auto ist zugemüllt wie Sau. Das muss ich nachher auch noch alles irgendwie sauber machen. So sieht das aus, wenn wir verreisen. Da wird hier immer alles schön reingeschmissen. So ist das bei uns. So ist das bei uns. Wir haben jetzt noch 300 Kilometer vor uns. Aber heute kann man echt entspannt fahren, weil wir sind jetzt nicht im Feierabendverkehr. Es ist ja jetzt mittags irgendwas. Ich weiß gar nicht, gar kein Zeitgefühl. Oh, 11:30. Ja, jetzt fährst du erstmal weiter, damit ich mal meine ganzen E-Mails hier beantworten kann und Nachrichten. Und dann fahren wir später mal in eine Waschanlage, würde ich sagen, ne? Genau. Gut. So, jetzt ab in eine Waschbox, oder was? Wie der Parken aussieht. Peinlich. Ja, definitiv. Was nehmen wir mit? Drecklöser, Scheibenreiniger und die ganzen Tücher hier. Mhm. Alles da reinstopfen. Alles rein, was geht. Und Shampoo brauchen wir noch. Ist aber, glaube ich, noch bei deinem Dad. Ja. Ey, deine Smoothies. Die kannst du mal wegschmeißen. Den kann man auch gebrauchen. Scheiße. Ja, war schon ein bisschen dreckig. Ja, mega. Geh mal mit dem Finger drüber. Nee, möchte ich jetzt ungern. Ja, dann steig mal ein. Dann können wir mal eben zur Waschbox fahren. Ja. Oh, ich hoffe, dass die Waschbox jetzt nicht so voll ist bei dem Wetter. Ja, Wetter ist top. Ja, mal echt Glück gehabt heute, heute ist ja mein Geburtstag, ne? Mhm. Und der liebe Gott hat sich so gedacht, das schicke ich, genau. Ja, der liebe Gott dachte sich, schicke ich den Geburtstag mal aus. Der dachte sich, ich schicke der Sophia mal liebe Geburtstagsgrüße, indem ich die Sonne scheinen lasse. Genau. Ist angekommen. So. Ah, guck. Endlich mal eine Waschanlage, wo du auch den Eimer befüllen kannst. Das gibt's nämlich auch nicht überall. Und zwar habe ich das hier zugeschickt bekommen von Diamond Protect. Das ist ein Hightech-Scheibenschutz, nennt sich das. Und den habe ich jetzt vor circa einem Monat schon auf meinem Auto angewandt, aber nur halbseitig, weil ich einfach mal das Langzeitergebnis testen wollte. Und habe dann die Seite behandelt und die nicht. Und ich habe die Scheibe jetzt auch seit ein paar Wochen nicht mehr gereinigt. Und nur mal das Ergebnis zu zeigen, wie lang das Zeug eigentlich hält. Also, man sieht ja richtig, wie das auf der Seite abperlt und hier auf der Seite wirklich noch so ein Wasserfilm zu sehen ist. Und die Seite hält sich auch wirklich viel länger sauber, wenn ich jetzt Ewigkeiten durch den Dreck fahre und so. Hier war wirklich viel mehr Schmutz drauf in der ganzen Zeit, wo ich gefahren bin, als auf der Seite. Also das Zeug ist echt saugut. So, Trockenfahren machen wir bis nach Hause.
So, jetzt kann man das hier übrigens auch noch mal gut sehen. Hier, wie das Wasser hier so schön abperlt auf der Seite. Und hier wiederum so gut wie gar nicht. Back in my garage. Und jetzt fangen wir mal an, das Auto abzuledern. Und fangen wir mal mit den Scheiben an am besten. Nee, Scheiben machen wir später. Erstmal abledern. Ich weiß, es gibt gewiss noch bessere Methoden, sein Auto zu reinigen. Aber ich mag es halt möglichst einfach und vor allen Dingen, wenn es schnell geht. Und ich bin jetzt auch nicht so der Reinigungsprofi. Hauptsache, das Auto wird am Ende einigermaßen sauber. Also ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich das Auto erst ableder, weil ihr habt das ja gerade gesehen, ich leder das mit dem Tuch sehr großflächig ab und dann kommt man schon mal wieder auf die Scheiben und dann entstehen auch wieder so Wasserschlieren und Wasserflecken und deswegen mache ich die Scheiben erst nach dem Abledern. In der Regel mache ich das auch so, dass ich erst mit den Seitenscheiben anfange, dann die Heckscheibe mache und dann die Windschutzscheibe mache, weil zumindest bei mir ist das so, dass die Autos ja auch noch einen gewissen Restdreck, selbst nach dem Waschen, noch dran haben. Vielleicht mache ich auch einfach irgendwas falsch. Aber ich bin ja jetzt gerade auch von der Waschbox wieder bis nach Hause gefahren und da ist die Windschutzscheibe ja auch schon wieder ein bisschen dreckig geworden. Und den Dreck möchte ich möglichst am Ende im Tuch haben, weil die anderen Scheiben sind halt so gut wie gar nicht mehr schmutzig und da kann man auch wirklich noch lange mit diesem Tuch arbeiten. Schoppa! Innen mache ich das so, dass ich das den Glasreiniger erst auf das Tuch sprühe. Das hat mir der Olli so beigebracht. Und dann auf die Scheibe. Weil dann hat man eben nicht diese Glasreiniger-Perlen hier noch auf dem ganzen Armaturenbrett. So, und immer schön zwischendurch mal falten und etwas trockene, saubere Seiten benutzen. Dann hat man auch nicht mehr so diese Schlieren. Und schön in die Ecken und Kanten zum Schluss noch gehen. Das Ganze natürlich auch noch mal mit der Seitenscheibe. Ups, jetzt habe ich ja doch auf Scheibe gesprüht. Super Vorbild, Sophia. Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass die Heckscheibe immer saudreckig von innen wird? Wie geht das? Kann mir das mal jemand erklären? Wie kann die Heckscheibe von innen so dermaßen schlierig und dreckig werden? Ich meine, man fasst die doch von innen nie an, oder? Ein Mysterium. So, natürlich wird die Scheibe auch noch nach dem Reinigen dreckig aussehen wegen dem Kleber von außen. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Und was machst du an deinem Geburtstag so? Ach ja, ich putze mein Auto. Was gibt's zu meckern, mein Freund? Hm? Mein Hund weiß, dass ich hier oben Hundefutter stehen habe. Das ist noch Zeug, bis auf die Schuhe, was hier ans Tierheim gespendet wird. Und das riecht der Kleine hier, aber der hat selber genug, deswegen, das ist für die armen und bedürftigen Hundis. Na, da brauchst du auch gar nicht meckern, mein Freund. So, und zu guter Letzt mache ich jetzt noch die Einstiege, auch nochmal mit dem Tuch, womit ich gerade das Auto abgeledert habe. Das ist halt eigentlich noch großflächig sauber. Und damit gehe ich jetzt einfach nochmal an diese ganzen nassen Stellen hier. Und so kriegt man auch nochmal so den Restdreck so richtig schön weg. Hier sieht man mal, wie viel Dreck eigentlich noch so sich in den Einstiegen sammelt. Das Tuch war nach dem Abledern des Autos noch sauber und jetzt sieht es so aus. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht mehr großartig verwenden. Es kommt jetzt in eine Wäsche und wird dann beim nächsten Mal wieder benutzt. So, und zu guter Letzt kommt mein geliebtes Autosol zum Einsatz. Nein, das wurde nicht bezahlt, dass ich das hier in die Kamera hätte, sondern das benutze ich halt wirklich, weil das bisher so das einzige Produkt ist, was mich da diesbezüglich jetzt überzeugt hat.
was hier so diese Edelstahl-Sachen angeht. Choppy, willst du mir auch helfen? Stinkt ein bisschen. Dran schnuppern sollte man jetzt nicht unbedingt. So, und da benutze ich auch immer nur so ein Tuch dafür, weil das kriegt man eigentlich kaum noch großartig sauber. Selbst wenn ich das bei 60 Grad oder 90 Grad wasche, sind meistens immer noch diese übelsten Rußflecken da drin. Deswegen benutze ich auch immer nur dieses eine Tuch dafür, mache ein bisschen Zeug da drauf und fange an, Schopper nicht daran rumschnüffeln. Ja, hier einfach so ein bisschen zu polieren mit dem Tuch. Und man hat wirklich ein sehr schnelles Ergebnis, was das angeht. So, man sieht also schon, wie das jetzt hier anfängt zu glänzen. Hätte ich jetzt einfach nur ein Tuch genommen und mit ein bisschen Wasser oder Seife drüber, dann hätte das nicht wirklich funktioniert. Das habe ich auch schon ausprobiert. Das Einzige, was dann passiert, ist, dass man sich die Tücher ruiniert. Und ich sage gerade mal so, hier unten die Stelle, die ist wirklich sauhartnäckig. Also ich habe eine Zeit lang gedacht, okay, das hat sich schon so eingebrannt, da geht gar nichts mehr. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass je länger ich da wirklich dran war und je hartnäckiger ich da probiert habe, das abzubekommen, es geht. Es ist halt nur, ja, man braucht etwas Geduld und man muss da wirklich dranbleiben. Also da unten wird es halt auch wieder schnell dreckig. Mir hat auch mal jemand den Tipp gegeben, gerade hier so, nach jeder Fahrt einmal mit einem dreckigen, mit so einem Zewa oder irgendeinem normalen Tuch, was man so dreckig machen kann, immer nach der Fahrt mal durchzuwischen, weil dann setzt dieser Ruß und diese ganze dreckige, ja, wie soll ich sagen, dieser ganze Dreck einfach nicht mehr so an. Aber wer denkt da schon dran, ne? Nach jeder Fahrt? Ich nicht. Ich putze mein Auto ja auch nur einmal im Monat. Früher hatte ich einfach die Zeit und auch Bock drauf. Da habe ich manchmal 4 Stunden am Tag meine Autos geputzt. Weil ich dachte mir so, boah, das entspannt mich einfach. Und da habe ich so Spaß dran und so. Aber ich sag mal, gerade wenn man selbstständig ist, dann fehlt einem oft die Zeit dazu. Grundsätzlich zu allem. Man ist nur noch am Arbeiten. Und dann legt man seine Prioritäten einfach auf andere Dinge. Da sind dann so Sachen wie Autoputzen für mich eben nicht mehr so die Erfüllung und nicht mehr so wichtig. Ja, ich halte meine Autos ja schon gern sauber und ich finde das auch wirklich ätzend, wenn man mit einem dreckigen Auto rumfährt, gerade wenn dann auch mal die Sonne rauskommt. Na gut, in den Wintermonaten lässt es sich nicht vermeiden. Da ist halt fast jeder Tag eklig und dreckig und matschig. An Tagen wie heute hat man dann ja Gott sei Dank doch nochmal die Chance, sein Auto ein bisschen zu putzen. Ja. Ich mache jetzt hier an der Stelle nicht mehr weiter. Das dauert mir doch ein bisschen zu lange. Also so ein bisschen sieht man, ist noch dran. Aber jetzt nur mal so zum Vergleich. Das ist die Blende jetzt nach der Reinigung. Und so sieht die Blende vor der Reinigung aus. Ist schon ein deutlicher Unterschied. Lohnt sich. So, die Innenreinigung, die mache ich, denke ich mal, die nächsten Tage. Da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr zu. Die ist auch bei mir nicht recht spektakulär. Das Ganze läuft bei mir einfach so ab, dass ich das ganze Auto einmal richtig aussauge, die ganzen Armaturen mal abwische. Meistens mit Glasreiniger. Oh, ich weiß, manche werden mich jetzt hassen. In meinem nächsten Video kann es sein, dass ich schon nach Südafrika fliege, wenn ich nicht noch ein Video irgendwie zwischendurch reinpacke. Nächste Woche geht es für mich nach Südafrika. Ich bin aufgeregt, weil ich verlasse erstmal den Kontinent. Und ihr dürft natürlich dabei sein. Also mental und visuell. Ja, Leute, danke, dass ihr zugesehen habt. Ich feiere jetzt noch ein bisschen meinen Geburtstag, indem ich jetzt noch ein bisschen spazieren gehe und was anderes außer Auto putzen mache. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.